persönlich wird Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Mit freundlicher Unterstützung von Gottlieber für anspruchsvolle Genießer. Persönlich. Bei Claudia Lesser. Sie ist First Lady vom Mundartrock. Seit 25 Jahren ist sie im Musikbusiness. 9-mal hat es Gold gegeben, 4-mal Platin. Jetzt nach 5 Jahren ist sie mit einem neuen Album Neuland zurück. Neuland, das hat auch sie beschritten, behaupte ich. Herzlich willkommen, Natascha. Ciao, schön, Claudia. Bist du bei uns. Ja, ich freue mich auch mega im Fall. Du, wir reden ja über ein Album, das heisst Neuland. Und du hast dafür das richtig viel Zeit gelassen. 5 Jahre ist es her. Ja. Und letztes Jahr hättest du eigentlich auch schon rauskommen mit dem Album. Da hast du auch noch mal eine kreative Pause. Ja, ich weiss es. Und jetzt ein bisschen, soll dir das geschwind erklären. Ja, also, unbedingt. Genau. Als ich mein letztes Album «Glücksbringer» herausbrachte, habe ich dann in dieser Zeit einen ganz herzigen Mann kennengelernt. Und der hatte so im Plan, viel zu reisen. Und da ich ja ganz früh bei Mami geworden und dann fast jetzt alle 1,5 Jahre ein Album herausgebracht habe und dann Tournee und Mundart machen, ist mir einfach irgendwie gar nicht aus der Schweiz gekommen. Und dann habe ich eigentlich vor 5 Jahren die Möglichkeit super gerne angenommen, mit ihm zu reisen. Und habe dann eigentlich in 3 Jahren die ganze Welt erleben und auf eine ganz schöne, exklusive Art. Und dann hat mich gedacht, oh, jetzt wäre schon ein bisschen Zeit, ein neues Album zu machen. Und die Fans und die Plattenfirmen haben sich beschwert. Kommt da mal etwas Neues. Ja, wir haben natürlich schon Konzerte gemacht, gell, die wichtigen Sachen. Aber mir hat so schön so nach 20 Jahren ein bisschen die Welt zu sehen. Und dass man auch weiss, wo man nicht mehr hin will, vor allem. Das ist mir ganz ein cooler Effekt. Und dann, vor 2 Jahren, hat sich ein Schätzchen getrennt von mir. Und dann war ich aber schon an den Songs schreiben gewesen. Und dann wusste, dass mein neues Album «Neuland» heisst. Und dann habe ich gemerkt, dass ich in dieser Trauerphase viel zu traurige Songs geschrieben. Das, mein Neuland, habe ich gemerkt, sorry, ich will nicht so ein trauriges Neuland. No. Mhm. Und dann habe ich die Plattenfirma gefragt, ob ich nicht noch mal, ob ich mal, weil ich die Songs selber, ob ich noch mal anfangen kann. Weil sie mich lieb haben und weil wir schon manches Album zusammen gemacht haben, haben sie gesagt, okay, komm, probier noch mal. Und jetzt ist es genauso für mich jetzt eine Richtung. Das heisst, du hast aber zwischen letztes Jahr und dem Jahr auch sehr viel an dir geschafft, sonst wäre es ja jetzt nicht anders rausgekommen. Also, ja, wenn, also, du, wo du ja so auch mit deinen Songtexten spielst und auch immer sehr viel von dir ja preisgibst, oder? Weißt, das überlege ich mir immer, wie viel das man arbeiten kann. Es braucht einfach Zeit. Mhm. Weißt, ich überlege mir viel, wie meine Songs lösen ja in den Leuten viel aus. Und viele sagen mir ja, ob ich jetzt einkaufen, was ich selten gehe, aber oder der Taxichauffeur oder viele Frauen reden mich an, weil sie meine Songs kennen und einen Song vielleicht in einer Phase sie begleitet hat. Und ich überlege mir manchmal, wie viel das man voraus gescheiter machen im Leben oder was man vielleicht rückwirkend, wenn man es sieht, wirklich einen gescheiteren Weg hätte können. Aber für einen Schmerz würde ich jetzt sagen, aus Erfahrung, es braucht einfach Zeit. Du kannst machen, was du willst. Du kannst dich ein bisschen bescheissen, dich mit den falschen Leuten abgeben, ablenken. Und eigentlich das Einzige ist, genau was du siehst, in dieser, glaube ich, schmerzenden Phase, ist, glaube ich, für alle das Beste ablenken. Das ist der erste Tipp, den du machen musst. Bei guten Leuten sein. Und, aber du musst das selber durchstehen. Und dann, wo ich die Phase, die so wirklich brutal weh hat, durch hatte, habe ich gemerkt, hallo, ich will nicht mit einem Album, das Neuland heisst. Mein Neuland muss spannend sein, schön, unbelastet und nicht mit alten Geschichten, die in alten Schnee sind. Und das ist auch der Song, den ich dann gemacht habe, Neuland, wo ich vielleicht froh bin, wenn der eine Mann oder Frau das so ein bisschen als Leitfaden nehmen kann. Du musst einfach loslassen. Wir müssen immer wieder loslassen.
Immer wieder. Ich glaube, das ist eine ganz grosse Übung und die schwierigste Übung überhaupt. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Ich meine, es klingt nach einer fantastischen Zeit, die du mit dem Dominik gehabt hast. Also, ich meine, welcher Mann lädt einem auch so ein und man erlebt mit einem Mann zusammen die ganze Welt. Also, man sind ja auch Eindrücke, die einem das Leben lang begleitet. Ja. Und ich denke, dass er auch das so empfunden hat. Es ist wirklich durch. Und es war für mich eine ganz riesige Bereicherung. Und in meinen Songs, also viele Songs, die natürlich basierend einerseits, oder ich würde sagen, jetzt zwei noch von dieser Zeit, wo so Quintessenz daraus ist, aber weißt, ich denke, ich habe ja eine wunderschöne Familie, zwei erwachsene Söhne, und das ist ja schon ein Glück zu haben. Und auch er ist für mich eine Bereicherung, und ich glaube, wir sind in einem neuen Zeitalter, wo man glaube ich, wenn man Kraft hat und die Energie, eben ein bisschen das Alte loslassen, kann ich wirklich allen nur raten. Weisst nicht so, bleiben zu kleben. Ich bin der Typ, der bleibt kleben, eigentlich. Ich bin voll ein Klebstreifen. Ja, du bist ja, glaube ich, auch so ein Beziehungsmensch. Also, du bist gerne in Beziehungen und du lebst gerne. Ja. Ich bewundere alle, die alleine auf Reisen gehen. Also, ich würde sterben alleine. Ich brauche so ein bisschen mein Umfeld und ich bin eigentlich jemand, der nicht loslässt, wenn ich nicht muss. Ich bin schon als Kind mit den Eltern in den Skiferien reichen. Weil wir natürlich eine Woche alleine in den Bergen. Da komme ich um vor lange Zeit. Ich werde mich sicher nicht noch wahnsinnig ändern. Aber wichtig ist, glaube ich, wenn du weißt, dass etwas einfach durch ist, ist es durch. Es ist auch, wie du, das ist ja auch Kind. Aber du, das klingt so hart. Ich meine, ich kenne das auch, wenn du drin bist. Nein. Muss dir das mal jemand sagen? Ich weiss. Du weißt, was mein Tourmanager Alben hat gesagt. Nein. Hey, lass jetzt deine Songs. Lass mal, was du dir selber sagen tust. Es ist ja fast ein Mantra. Wir hören mal einen an. Neuland. Ja, das ist jetzt aber Neuland. Gell? Das ist jetzt mein Neuland. Das ist dein Neuland. Mit all meinen Liebsten. Ja, eben. Dort sind deine Buben dabei. Wunderschöne Söhne hat Natascha. Das muss man sich echt anschauen. Die neue Single Neuland. Also der schöne junge Mann, das ist dein Sohn. Einer von meinen Söhnen. Genau, es gibt nämlich noch einen zweiten. Sie sind schon erwachsen. Das sind Männer. Gestandene Männer, die wissen, was sie wollen, wahrscheinlich im Leben. Ja, sehr, ja. Wie haben Sie das erlebt, jetzt, die Zeit der Trennung? Also ganz super. Es ist ja, jede Frau kennt das, wenn du ein gewisses Alter hast, ist es so blöd, Liebeskummer zu haben. Nein, so doof, ja. Also hast du es auch so erlebt? Ja, also ich habe das auch nicht mehr. Das ist komisch. Ja. Das ist ja kein Teenie mehr. Ja, genau. Das kann ich meinen Buben gar nicht sagen. Und so. Und ich habe das nachher, ich habe eine ganz enge Beziehung zu meinen Söhnen. Oder Emanuel oder Simi, beide haben gesagt, Mom, vergessen. Wir haben die Liebe. Wir sind ja da. Weißt du, nicht gar nicht pathetisch oder weißt, nicht gewertet oder so. Sie haben gesagt, Mami, einfach, weißt, so leicht, so schwerelos, so aber ganz tief liebevoll. Und wir Frauen haben in der Regel, denke ich, den Vorteil zu Männern, die ja oft auch in dieser Situation sind, haben wir auch Freundinnen, wo man ein bisschen bla 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 gute Musik hören und einfach ein bisschen abwarten. Ja, genau. Und auch ein bisschen, was mir gut hat, da so ein bisschen bei Leuten sein, die ein bisschen zu ihm haben geschaut, wo du nicht viel hast müssen machen. Weißt du, was ich meine? Ein bisschen auf dem Sofa. Wer schaut denn zu dir? Was ich jetzt gesagt habe, auch Leute, die Gott froh sind, dass es mir wieder super gut geht. Jetzt geht Raphael zum Beispiel, mein Studiopartner, war wunderbar. Wir sind der Rakete in Basel. Das ist so, von der Stiftung Merian haben wir unser Studio. Und dort hier hat es auch so Container und überall hat es Grafiker, Designer. Und das ist kreativ. Genau. Und dann,
der Raphael in der Zeit, als ich wirklich so ein bisschen traurig war, ich sehe gerade so zum Fenster aus, wenn ich so am Laptop bin und komponieren und schreiben. Dann plötzlich habe ich aber gesehen, dass jemand so in Zeitlupe durchläuft oder weißt, einfach so lustiges Zeug macht. Oder plötzlich ein Feuerwerkblatt vordran, wo man dann einfach lachen muss. Einfach eben Zeit vertreiben. Aber die Zeit ist durch und es hat durch das schöne Songs gegeben. Und vor allem habe ich schon viele Songs, zum Beispiel «Niemer weiss» oder «Liebe kommt und Liebe geht». Das stimmt, jedes Wort, das habe ich bis dato dann noch nicht erlebt. Aber jetzt, wenn ich es höre, das ist, ist genau so. Und jetzt verstehe ich auch die Fans, die schreiben und sagen, hey, Natascha ist so getroffen. Jetzt weiss ich noch viel mehr, dass es nicht nur meine Gedanken waren. Es ist einfach schmerzvoll, aber es ist ja auch schön, weil man das Gleiche auch lieben kann. Wenn man den richtigen Menschen findet. Und das ist das Heikle, glaube ich. Gell? Du hast ja, glaube ich, sehr lange den richtigen Menschen mit dem Ruth. Ich meine, im Vergleich zu vielen Künstlern in der Schweiz, oder? Hast du eine lange, stetige Partnerschaft mit den beiden Kindern zusammen, was sehr außergewöhnlich ist in dem Metier, wo du bist. Ja, ich habe einen guten Mann gewählt. Und ich habe ihn jetzt noch gerne, gell? Ja, ihr wohnt auch so speziell. Also ich finde, das hat echt Vorbildscharakter. Also, wenn alle das so würden speziell machen, klingt ein bisschen gefährlich. Nein, ich meine, ihr wohnt einfach unter einem Dach. Ihr habt verschiedene Wohnungen. Und zwei nicht Dächer. Also, es ist ein Haus, also, drrr, ist so, also so quasi. Und wir haben einfach auf einem anderen Ort sicher können wohnen oder könnt. Aber es hat sich einfach so ergeben, dass es genug Platz hat. Aber wir sind völlig autark. Aber wenn etwas ist, wenn wir uns sehen, freuen wir uns. Weil ich denke, jetzt für mich einfach, ich kann nicht für andere Leute reden, aber ich finde, ich nach wie vor, ich hätte keinen besseren Vater für meine Kinder können haben. Und ich meine, das ist etwas, was du nicht, für mich, was du nicht kannst wiederholen kannst. Nein. Das ist übrigens etwas, was mich voll ärgert. Am Anfang meiner Karriere, als ich einen Buben hatte, hat noch niemand Kinder. Das heisst, muss ich es richtig verstehen, weder Madonna noch die Spice Girls. Nein. Und in der Schweiz war ich sowieso die erste Frau, die auf der Bühne steht und Erfolg hat. Und dann sind all die Rockmänner, die natürlich auch keine Kinder. Und ich war natürlich auch Buben klein, gehe Päckchen machen für die Weihnacht. Oder und das war total nicht in, Rockmusik und Kinder zu haben. Weißt, so in den 90er Jahren. Du hast wahrscheinlich verpönt, hast du nicht auch? Ich meine, gerade am Anfang von deiner Karriere war es sowieso so, du hast richtig kleine Kinder gehabt. Ja. Also die zwei Jungs, da hast du noch Windeln gewesen und bist auf der Bühne gestanden. Ja, aber das, und dann war das irgendwie noch so neu. Weißt, ich war bei vielen Sachen immer die Erste. Gewesen. Und mir hat das Album wirklich extrem wehgetan, weil so blöde Sprüche kamen. Und jetzt sind die von denen, weißt, ich meine, das ist überhaupt nicht böse, aber es ist wirklich etwas, das ich null Energie und nicht mal höre. Die meisten Männer haben ja jetzt so mit 50 plus Kinder, weißt, aus dieser Rockszene oder später. Und jetzt kann man sich auch sagen, oh, Natascha, jetzt weiss ich, was du denn für einen Song hast geschrieben. Weißt, ich habe doch für meine Giele zum Beispiel einen wunderschönen Song geschrieben. Und so, und die können jetzt sagen, ah, jetzt weiss ich, was du denn hast gefühlt. Und dann war ich noch zu jung, dass man es nicht wehgetan hat. Weißt du, sie haben gesagt, ja, die Mutter auf der Bühne, und wer schaut jetzt zu den Kindern und bla bla bla. Eben, das hast du wahrscheinlich auch gehabt, die ganzen Anfeindungen. Also, als Frau hast du in dieser Zeit nicht arbeiten. Du bist ja irgendwie sowieso... Weißt du, das ist noch nicht lange her, gell? Nein, das war in den 90er, wenn man sich das mal überlegt, oder? Und nachher hat weißt du, was extrem geändert hat auf einen Schlag? Also, als ich in jeder Zeitschrift war, als junge Mutter mit schönen Söhnen, bla bla bla, war, wo die Spice Girls, also Madonna, hat Lourdes bekommen und die Spice Girls. Dann hat es gerade voll geändert. Weißt, hat das ist cool. Dann war es cool. Also, ich kann dir sagen, fast sagen wir mal in drei Monaten hat einfach das Blatt gerade gewendet. Und jetzt, wenn wir eben danach so einer von den Herren kommt irgendwie kann mit wässrigen Augen sagen, wie schön dass es sei, jetzt King, jetzt verstehe ich mich. Dann sage ich, das falsche Thema, komm mir nicht ein bisschen über alles. Nein, man ist nicht so ernst, gell? Ja, aber ich finde es bewundernswert, ich kenne das ja auch. Ich meine, du hast am Anfang deiner Karriere richtig Gas geben. Du warst in vielen Sachen die Erste. Gewesen. Die erste Mundart-Rockerin in der Schweiz, die durchgestartet ist. Im 95 Sterntaler, ein Album, das von 0 auf 1 gegangen ist. Und nebenzu ein kleines Kind. Ja. Und dann musst du Promo machen und du musst auf Tour gehen. Und dann hast du eben, das ist aber ich hatte natürlich das Glück, also, das muss ich einfach ganz klar sagen,
ja, ein irrsinniges Umfeld gehabt. Ich habe natürlich auch viel dazu gegeben. Das fällt ja ihm nicht einfach so in die Chance, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ganz gute Eltern und ganz gute Schwiegereltern gehabt. Weißt, ein liebevolles Umfeld. Du, wo ja immer geschaut haben. Ja, und ich bin natürlich, wenn ich heute denke, wenn ich jetzt meine Karriere mache, das staune ich selber, wie ich das gemacht habe. Ich habe ursprünglich einen Grafiker gelernt. Ich musste einen Beruf lernen von meinem Vater aus. Ich durfte nicht einfach Musik machen. Ich bin dann gerade Mami geworden, Ende Lehre. Und weißt, wenn ich dann Alben, während der Zeit, in der die Buben klein waren, ein Nachtessen abgemacht, habe ich manchmal noch die Wange blau gestrichen und die Vorhänge genäht blau, weil ich dann noch blaue Farbe in Google Hopf hatte. Weißt, ich habe dann noch so Themen in der Nacht gemacht mit Farben. Du bist unglaublich aufwendig. Du hast einfach wahnsinnige Energie, aber ich einfach eben auch den richtigen Partner gehabt und wir hatten ein ganz gutes Umfeld gehabt, auch mit den Nachbarn. Das ist einfach etwas, was ich heute sehe, wenn ich in Basel eben, wo wir das Studio haben, wenn ich einen Kaffee nehme. Es gibt viele junge Frauen, weißt, die aus vielen Ländern kommen, die zum Beispiel einen Job haben in der Uni und zwei, drei kleine Kinder haben, die kein Grossi ist. Und ich kann nur allen sagen, wenn ihr ein Grossi habt, habt Sorge zu denen. Oder so dass du wichtig. Jemanden hast. Es ist das Wichtigste für eine Frau, würde ich sagen, die Grosses werden voll unterschätzt. Ein gutes, oder es muss ja nicht das Richtige sein. Es kann ja ein, wie soll ich sagen, heute ist ja, kann man ja eine gute, liebevolle Frau oder auch ein Mann. Es spielt keine Rolle, wenn du als Frau Karriere mit einem einigermaßen guten Gewissen machen willst, musst du Leute haben, die mit unterstützen. Sonst ich hätte es nie machen können. Weißt, weil ich habe ja mal einen Schritt gemacht in Richtung Frankreich. Ich habe nach 3 Wochen Interview gemerkt, wenn ich dort bin. Nach 3 Wochen, wenn du in eine Familie kommst, weißt, wo die Kinder in die Schule gehen, dann sagen die nicht mehr, du Mami, ich habe diesen Match am Samstag. Die gewöhnen sich blitzschnell. Du bist gerade wie aus der Linie, aus der Spur. Ja. Und dann habe ich gemerkt, das bricht mir das Herz. Ich bin nicht der Typ für das. Und habe jetzt gedacht, ich warte noch einen Moment mit meiner französischen Karriere. Du, da hast du ja jetzt auch Zeit, weil jetzt sind die Jungs ja erwachsen. Ja, genau. Auf jeden Fall ein sehr gutes Modell, das du hier vorleben tust. Das zeigt dir, dass man sehr liebevoll miteinander umgehen kann, auch wenn man sich trennen tut. Wir schauen mal schnell, was die Leute auf der Straße zu dir sagen. Das machen wir amix. Und wir fragen die Leute. Das gehört vor ihm. Ja, du. Wer ist Natascha? Oder was fällt euch spontan dazu ein, dass sie die Antwort? Sie sieht toll aus. Also, sie macht einen coolen Eindruck. Also mit Charakter, doch. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie eine gute Stimme hat. Ja, sie hat noch cool gesungen. Macht so ein bisschen den Eindruck, also Rock passt definitiv gut zu ihr. Attraktiv, eine junge Frau. Ja. Verspielt, auffällig. Ich würde nicht sagen arrogant, aber sie weiß sicher, wo ihr Wert ist. So ein bisschen Draufgänger ist wahrscheinlich. Bei ihr würde ich vielleicht aus dem Takt gehen, wenn sie mir vorne dran rumtanzen. Sie sieht rockig aus. Und kann sehr gut singen. Dann noch ein paar Strähnchen in den Haaren. Macht ja, so ein bisschen Rockerbraut. Ist das cool? Ah, ist das cool, oder? So ein bisschen Rockerbraut mit den Strähnchen in den Haaren. Ja. Du, also, ich weiss, am Anfang. Also, ich habe gerade etwas Lustiges erlebt mit der Berner Zeitung. Die Presse ist schon immer lustig, journalistisch. Das ist auch so ein lustiges Thema. Die haben immer gesagt, sie sind eben eine Mami und soft und können aus einer guten Familie für gute Rockmusik machen. Okay. Das ist über lange Zeit zu Bern gegangen, weißt, und weil ich über Liebe gesungen habe. Und ich war ja die Erste, gewesen, ohne dass ich das wollte, die amtliche Pop-Rock-Songs gemacht hat, wo man über die Liebe singt. Und über die Liebe hat sehr schöne, zärtliche Facetten. Und dann habe ich immer tausende Headlines, zart und romantisch und so. Und so das Neuland ist rausgekommen, haben sie geschrieben, Journalist. Eben früher war sie so richtig, die richtige Rocklady. Und jetzt sei ich eine Poplady mit gestreckten Haaren. Spannend. Was bist du denn eigentlich? Das überlasse ich den anderen. Aber und Strände sind von meinem Friseur oder Friseurin. Aber was bist du für dich, Natascha, vom Charakter her? Manchmal, das ist noch schwierig. Gell? Also, ich glaube, ich freue mich, wenn ich in einer guten Situation bin. Das heisst, ich brauche Frieden um mich. Ich habe die Energie nicht für 100
Minenfelder. Also du bist harmoniebedürftig? Ja, absolut. Ja. Mhm. Ich mache sicher manchmal ein paar Sachen einfach im Frieden zu lieb. Weil ich kann die Energie für meinen Beruf nicht haben, wenn ich überall ein Theater habe. Mhm. Und sage lieber einmal ja oder so. Für irgendetwas, dass ich meinen Frieden habe, für meine Sachen. Aber ich bin nicht nachtragender Mensch. Ich vergesse die Sachen sicher nicht. Aber ich habe es gerne einfach gut und habe das Glück gehabt, besitzen, die guten Leute auch immer wieder zu treffen. Und auch viele Leute, die mich schon lange begleiten. Und habe, glaube ich, früh gemerkt, dass es wichtig ist, zu den guten Leuten, die ihm gut tun, auch gut sein, Sorge zu haben. Mhm. Das denke ich manchmal. Das ist einer der Faktoren, die es mir noch gibt in der Musik überhaupt. Mhm. Draufgängerisch haben wir auch gehört. Ich glaube, das gibt es schon auch bei dir, oder? So. Ja, manchmal so Mutstöße. Okay, wie äußert sich denn die? Zuerst habe ich den Angsttrieb. Weißt du, dass ich denke, nein, Hilfe, jetzt muss ich etwas machen. Also, ich bin der Mensch, ich kann ganz lange nichts machen. Mhm. Und dann, wenn ich weiss, jetzt muss ich, es geht nichts anderes, bin ich wahnsinnig kreativ und mache. Du gehst über die Stränge raus, schiessen vom Mut her. Auch mein erstes Album, das ich gemacht habe. Wenn ich so zurückdenke, ich glaube, ich hätte heute den Mut nicht mehr. Weißt du, so radikal die Fäden zu ziehen und dass noch kaum jemand weiss, was ich mache. Aber ich glaube, ich habe ein Urvertrauen irgendwie ein bisschen in mich und auch von meinen Eltern bekommen, da bin ich ganz sicher. Mhm. Weißt du, dass man einen guten Boden hat, das denke ich. Mhm. Und das ist auch das, was ich für meine Bubengänge habe probiert. Für mich, weißt du, ich sage nicht, ich mache nicht Fehler, ich mache sicher genau gleich Fehler wie alle Leute hier, aber für mich war es wichtig, meinen Buben einen guten Boden zu geben. Und ich habe das Gefühl, auch wenn ich sie sehe, so mit ihren Freundinnen, wo ich auch froh bin, dass sie gut sind. Das ist das Thema, wie alt sind deine Kinder? Ich habe eins und sie wird jetzt drei. Voilà, das geht noch ganz lang. Aber weißt, es gibt dann auch normal so ein Ding, sie hat die ersten Schätzchen so rein spazieren. Das ist schon wieder ein Schritt, das ist schon wieder ein Loslassen. Immer ein Loslassen. Und dann siehst du plötzlich, ist das cool? Und dann denkst du, ah, jetzt hat man noch eine neue Welt, die es auftut, weil sie dann coole Frauen haben. Ich bin sehr dankbar, dass das so gute Modis sind, die sie jetzt haben. Dann haben wir auch zwei, drei herzige Männer gesehen, die da etwas zu dir gesagt haben. Gibt es nicht wieder einen neuen Mann in deinem Leben? Oder? Ja, ich habe jemanden kennen. Ah, ja, ja. Ja, aber ganz zart und ist auch schwierig für eine Person, wenn man ein Schätzchen hat, das in der Öffentlichkeit steht. Das ist auch nicht ganz, ganz einfach. Und so nach meiner Erfahrung, also, wo ich ja ganz gern bescheiden und klein ist, aber tue ich es wahnsinnig behüten. Aber es ist schön und ich bin auch gerne mit jemandem zusammen, muss ich sagen. Weißt, ich bin nicht von Natur aus nicht so. Ich bin nicht so der alleine Mensch. Ich bin auch mit drinnen Brüdern aufgewachsen. Ich habe immer meine Band um mich. Ich brauche ein bisschen irgendwie ein Kontakt mit Leuten. Ja, genau. Du, wo hast ihn denn kennengelernt? Das darf ich gar nicht sagen. Aber nicht ganz. Oder ganz Nein. Also, über das ist echt nicht nötig zu sagen, zu Claudia. Wir machen das schon mal einen Talk über das, aber ganz nur wegen einer Äußerlichkeit. Er hat ein total cooles Cap an. Ich habe gerne so Caps an. Du, das ist ja dein Look, oder? Da treffen wir euch. Er ist auch ganz ein herziger, liebevoller Mensch. Und ich glaube es selber eigentlich noch nicht. Er ist ganz zart und ganz am Anfang. Und, ganz einfach frisch schön. Noch? Relativ, ja. Er hat aber gewusst, wer du bist? Nein. Das ist noch toll. Du hast Glück gehabt. Und dann ist er nicht verschrocken, als er es herausgefunden hat. Doch, als ich es gemerkt habe. Ich dachte, er ist so cool, er tut gar nicht. Aber er ist auch in einem Metier, wie nicht in der Musik, in einem anderen Metier 100%. Also er ist voll fokussiert auf das. Und darum haben wir es mega schön. Ich verstehe ihn sehr. Er ist 200% Mensch für sein Business und so. Von dem her ganz schön. Und sehr auch bereichernd. Weißt du, schon schön. Ich lerne allgemein gerne neue Leute kennen. Aber nie natürlich ein Musiker. Also ich liebe Musiker. Das weiss meine Band auch und so. Aber ich möchte nie. Ich brauche jemanden, der
Klar ist zuverlässig. Weißt, ich bin zuständig für die Träume mit meinen Songs und meiner Welt. Und du weißt, Business, Showbusiness ist so viel Show, eben, wie es heisst. Und ich habe gerne jemanden, der einen Terminplan hat und weiss, wenn das 1 und 2 und 3 ist. Und ich habe gerne so, das finde ich wahnsinnig sexy. Weißt du das bei dir? Weißt du das? Oder brauchst du dort auch manchmal jemanden, wenn du einen Partner unterstützt? Oder bist du dort organisiert? Ja, also ich bin wahnsinnig organisiert. Aber es ist vielleicht auch, weil ich eben so früh Mami war. Du bist eben, also das ist für mich ganz wichtig. Das verlange ich, also es klingt jetzt blöd, das verlange ich, aber ich brauche so eine Grundstruktur. Weißt du, so auch Musiker, die Erfolg haben. Weißt, viele Leute haben das Gefühl, ah, Musik da, ist ein bisschen Larifari. Das stimmt überhaupt nicht. Nein, das ist ja viel Arbeit, wenn man sehr strukturiert ist, wo man auch Abgabetermin muss einhalten muss. Das natürlich geht ja heute ja gar nicht mehr. Früher haben wir das ein bisschen machen, wahrscheinlich noch. Du, es ist viel weniger. Ich hatte das Glück gehabt. In London konnte ich mit Mick Jagger reden. Im Fall. Und der hat erzählt, es gibt so eine Story, wo sie mit einer nackten Frau in einem Flugzeug war. Er hat gesagt, und das glaube ich ihm total, sie hätte sich nicht getraut, herzuschauen. Aber du willst ja nicht Frau Meier oder der Herr Müller in einem Video schauen. Ich meine, wir sind da ein für einen Traum in Bewegung zu setzen von Menschen, die unsere Musik hören. Mhm. Oder auch die Rockmusik. Dann willst du, du kannst ja mit der Frau Meier oder Frau Müller, also nicht, dass sie etwas gegen Meier oder Müller hat, überhaupt nicht, aber mit der Nachbarin oder mit dem Nachbar kannst du jederzeit reden. Aber Musik, wir sind ja quasi der Transporteur. Von Träumen und genau, wo die Geschichte anstößt. Und da willst du ja nicht Schweißtröpfchen sehen. Also mal vielleicht auch, aber weißt, da willst du ja nicht in der ersten Reihe von Realität sitzen. Und so wird natürlich viel konstruiert. Es ist einfach eine Riesenshow. Aber es ist auch wahnsinnig schwierig, stelle ich mir vor, als Künstlerin. Da musst du immer auch ein Bild aufrechterhalten. Ein Stück weit, oder? Das lernst du ja mit der Zeit. Macht es das nicht anstrengend? Nein, das macht mir jetzt überhaupt nichts aus. Weil mit der Zeit ist wie in jedem Beruf. Jeder Bäcker weiss, wenn er zum Mehl oder den Teig, dass er den aufgeht, dass er seine Zöpfe machen kann. Genauso mit der, man lernt es natürlich. Weißt, du lernst es mit der Zeit blitzschnell, dass du auf einen Punkt kommst. Aber es ist gleich, jetzt, ich kann nur für mich in erster Linie reden, was, wenn du uns das fragst. Ich bin immer mehr. Mhm. Also, natürlich gibt es den Moment, wo wir in offiziellen Modus kommen. Aber das ist auch ein Teil von mir. Und ich glaube, das ist auch ein Teil von deinem Erfolg, dass du so authentisch bist. Bin ich ganz, ganz sicher. Und du brauchst einen kleinen... Ich kann auch ein bisschen auf die Diva machen. Problemlos, wenn es muss sein. Weil das muss schon, aber das ist auch lustig. Es ist ein Spiel. Ich glaube, alle müssen das ein bisschen wissen für sich. Darum, ich habe mal einen Song gemacht, Mädchen schauen zu deinem Leben. Cool sein ist okay, aber nur ein Spiel. Oder du musst wissen, wenn du wieder rauskommst. Richtig. Ich meine, du bist jetzt 25 Jahre in diesem Business. Dein Look hat sich immer wieder ein bisschen verändert, ist aber irgendwo immer ein bisschen der gleiche geblieben. Aber du hast immer ein sehr klares Statement abgegeben. Du bist eben so ein bisschen die Rockige mit den Turnschuhen, ich sehr cool finde, mit den Lederjacken. Mit dem Look versteckt dahinter? Ich fühle mich wohl und dann fühle ich mich stark. Also wenn es um die Musik geht. Aber ich kann also auch ein Pièce à Lego High Heels. Nicht, dass man jemanden meint, ich könnte es nicht. Sehen wir dich nicht so oft, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe dich noch nie im Pièce gesehen. Nein, aber wenn du mich einladen würdest, ein Event, das nichts mit Natascha zu tun hat. Weißt, das gehört eben auch ein bisschen dazu, weil die Leute lieben eigentlich das. Also ein kleines Beispiel. Wo mein ältester Sohn, der Simi, ist konfirmiert worden. Und ich komme ja von Burgdorf und wir wohnen in einem ganz herzigen Dorf, das angegliedert ist an Burgdorf. Das heisst Ersigen. Und dann habe ich gedacht, Natascha, ich muss einfach nicht in meinem Look, wo ich mich wohlfühle. Weißt du, es klingt so Look. Es sind einfach meine Sachen, wo ich mich stark und wohlfühle. Vom Material, einfach von allem. Das spielt alles eine riesen Rolle, dass man dann fit ist in den Gedanken für mich. Ja, dann dachte ich, ich muss etwas genau auf der Bühne. Du lieferst gerne etwas und die Leute erwarten etwas. Wenn du ein Sponsor-Event hast, dann will ich auch nicht irgendeine Trulla, wo nicht weiss, was sie will. Du musst einfach fit sein und parat. Und das macht dann auch Freude. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt in die Kirche gehe, wo die Konfirmation ist, will ich nicht auffallen.
Du musst dir vorstellen, dann laufen wir en famille mit Götti und Gotte zu der Kirche. Mein Sohn ist mit seinen Kollegen, also knapp 16, hocken sie dort, also alle so coole Jungs. Dann sehe ich, wie der Simi schaut, so erschreckt, weißt du, so. Und ich habe so ein wunderschönes, eines der teuersten Kleider gekauft. Weißt du, so, einfach so, wie es gehört. Drrr. Eben nicht der offizielle Musiker-Style. Wenn man dem sagen will. Ich habe gar nicht mehr gesagt, Mann, was ist das? Kannst du dich bitte heimgehen umziehen? Das erste nach der Feier in der Kirche habe ich natürlich wieder meine Kleider angelegt. Und, ich habe es wieder gedacht, ich war im Konzert von Udo Lindenberg. Ich glaube, der zweitgrösste Fan, den es gibt. Der grösste ist... hat ja auch immer den gleichen Look. Oder? Das ist ein es hat jeder Teil. Immer den gleichen Look. Es hat jeder. Ja, und Madonna versucht sich dann immer wieder sie neu zu finden. Sie hat immer den gleichen Look. Das ist immer der gleiche Style, aber interpretiert. Das ist bei mir auch so. Mhm. Wenn du genau schaust, es ist einfach das, was uns so fasziniert an ihr. Das ist eine Kernbotschaft, die wir auf eine Art alle haben. Wir in der Schweiz sicher nicht so extrem wie sie. Weißt, aber das ist einfach etwas, wo man... Ich denke auch, dass du das, wenn man das eine Essenz hat, die kennt man. Ich kenne die auch gerade an deinem Look. Und das ist eigentlich etwas ganz Schönes. Und das ist dann, glaube ich, so ein bisschen auf den Punkt bringst du es dann, wie... Labels auf dich zukommen und sagen, hey, du hast unsere Botschafter, was mir ja auch in verschiedenen Sachen passiert ist und gängig passiert ist. Einfach, das merkst du, glaube ich, ein bisschen. Und es ist halt vielleicht auch ein bisschen... Wichtig ist es auch, dass es kein Verkleiden ist, sondern dass es einem unterstützt. Außer das gehört zu deinem Part. Ja, genau. Aber auch dann musst du ja irgendwo auf der Bühne versuchen, authentisch zu sein, sonst wird es schwierig. Genau. Ob du das bist, das schauen wir jetzt mal schnell im Gesicht. Der Pietro Sossi macht das nämlich. Unser Gesichterleser, der sieht immer unglaublich spannende Merkmale. Und das Paar hat er auch wieder in der Tasche gefunden. Natascha, eine Schweizer Sängerin, bekannte Schweizer Sängerin, ja, sehr. Was man ihr jetzt gerade sieht, was ein bisschen auffällt, ist, dass sie da so ein bisschen die Neigung zur Ungeduld hat. Hat sie schon. So, das sieht man da, weil das so fließend gerade in die Nase reingeht und so. Und darum ist das dann das Zeichen dafür für die Ungeduld. Was bei ihr auch noch wichtig ist, sie hat eigentlich einen starken Amorbogen. Amorbogen ist das Grübchen hier in der Oberlippe drin. Es ist jetzt da, vielleicht ein bisschen überminkt und so, aber das gehört zum Design dementsprechend. Aber Einfühlungsvermögen ist bei ihr ein starkes Zeichen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist ja klar, sie ist eine Sängerin, die muss ja ein bisschen Talent haben, hat sie sicher. Wo sieht man aber musische Talente? Das sieht man auch im Innenohr da. Das ist wirklich sehr schön rund da innen. Und je runder das ist, umso grösser sind das Talent zu musischen Fähigkeiten. Da könnt ihr malen oder zeichnen oder tanzen sie oder so. Das ist auch musisch. Was da dazu kommt, ist eben noch, dass sie da so ein kleines Grübli hat. Ui, da hat sie ein kleines Grübli. Ganz fein zwar da unten und so. Das gibt mir den Hinweis, ja, kann schon ein bisschen betupft sein. Also dann betupft. Nicht gerade extrem beleidigt, aber betupft sein. Das wird noch spannend, wenn man nachher darüber reden könnte. Du weißt schon, dass mit dem betupft sein? Also ich bin sicher, ich bin nicht beleidigter Typ, bin ich nicht, aber mir tun Sachen schon weh. Auf jeden Fall verrückt ist jetzt gerade das Interview, das ihr da hattet. Das ist ja das, wo du unglaublich traurig warst. Das war kurz nach der Training von Dominik. Das ist mein erster öffentlicher Auftritt und wir haben den gewählt im Tessin. Weil ich dachte, ich muss wieder ein bisschen üben. Und ich dachte, dort habe ich gemeint, der kennt mich sicher niemand. Also das war schon etwa 4 Monate später. Ich bin dann etwas abgetaucht. Und dann habe ich zu meinem Team gesagt, komm, wir sind dort eingeladen, dann kann ich wieder mal ein bisschen am Rand. Und wir gingen ein Musical schauen in Mendrisio, glaube ich, am See. Es war wunderschön. Und dann, weil ich so lange einfach nicht mehr in Bresby war, sind alle auf der Klasse. Genau. Und dann hat mich auch gemerkt, ich bin schon drüber weg. Also, die schlimmste Phase hinter. Ja. Sag mal, wie ist das mit dem Betupftsein? Mich kann man schon beleidigen. Nein. Also, ich bin, glaub, nicht. Ich bin sicher ein feiner Mensch. Mhm. Aber ich bin selten beleidigt. Wie machst du das mit Kritik? Das tut sicher weh, aber ich habe mit der Zeit, also ich darf ja auch noch sagen, ich habe selten
durch mein schlimmes Zeug erlebt. Mit dem Anfang, das ist echt das Einzige, was ich von meiner Karriere bereue, dass sie am Anfang an die Teilsachen ein bisschen schwer genommen. Also weißt, ein winziges Beispiel. Sie haben, die grösste Schweizer Zeitschrift hat ein Foto gemacht mit 5 Frauen zu Bern auf der Kirchenfeldbrücke. Und dann hatte der Fotograf die Idee, wir könnten doch in die, also am Anfang meiner Karriere gesehen, wir könnten doch in die Kirchenfeldbrücke, die ist gerade beim Bundeshaus die grosse, wir könnten dort in das Gestell kraxeln. Und dann und ich mich das so voll gestört. Ich dachte, ich war auf Tournee, wir hatten Konzerte eins nach dem anderen. Und dann sagt der Fotograf oder der Journalist, komm, steige doch auf die Brücke hoch. Und dann haben das alle gemacht. Und es hat also Freundinnen nach wie vor, die aus der Musikszene, aber es war niemand so in dem Moment so erfolgreich wie ich und hatte so viele Konzerte wie ich. Und es war November, es hat genieselt, es war kalt, dann sind alle in die kalten Gestellhuchen, weißt du, so wie 5 verschiedene, es hat rothaarige, blonde, alle von sieben. Alle einfach so da, siehst, wo mir schon die Harzberg, schon die Nägel krümmt, von den Fingern, schrecklich solche Sachen. Und nachher haben sie gesagt, ob wir nicht noch die Jacke abziehen würden. Und dass wir so aussehen wie auf der Bühne. Und ich habe nachher als Einzige noch eine Jacke mehr angelegt, habe noch eine Kappe angelegt und die Sonnenbrille. Und dann sind die 5 Sänger im Zeitschrift, habe ich also noch, kann man jederzeit nachschauen, steht lalala, die liebevolle lalala, die zärtliche lalala, die lustige lalala. Und bei mir heisst lalala, Natascha, die Unbequeme. Weil ich dachte, jetzt sind wir doch nicht am Nachmittag um 5 Uhr für eine Zeitung. Ich hatte Konzerte, eine Tournee vor mir. Mhm. Weißt du, natürlich, du wendest. Und das hat dich gestresst, dass man dich da einfach irgendwie. Ja, weißt du, so eben so. So blöd auch. Einfach aus dem hat mich getäuscht. Weißt du, und dann, ich wollte nur sagen, oh, das ist nicht so schlimm, aber wir müssen es nicht so schwer nehmen. Mhm. Du, wie gehst du mit dem Alter um? Das ist ja bei allen ein Thema, wo irgendwann mal 40 war. Du machst es super, du bist jetzt über 50 und, und das tut dich nicht, hat man das Gefühl, gross. Also ich habe das Problem vom Alter her eigentlich schon als jung nie gehabt. Und zwar, ich habe mich immer gerne unterhalten mit allen Leuten. Das Thema ist für mich, und das meine ich ganz ernst, gar nie, es ist für mich nie so im Zentrum gestanden. Was mir Angst macht, das ist krank sein. Das ist, ja, die genau gleichen Ängste wie alle Leute auch. Was mir auch ein bisschen Sorgen macht, die Haut, ich finde es verrückt. Ich verstehe nicht, warum die Natur das so hat gemacht. Ich wäre echt immer dafür, dass man zuerst ein bisschen älter ist, was ja auch schön ist, gell? Das spielt echt keine Rolle. Und dann jünger wird. Also weißt du, so ein bisschen umgekehrt, du lässt wieder die Mami buchen, dann wäre man wieder schön. Ja, ich weiss, es ist ein bisschen verrückter Gedanke, aber ich habe die gleichen Ängste, finde, dass man Leute verliert. Also ich sehe das in meinem Umfeld. Also, ich bin auch nicht so alt, aber wie viele Leute plötzlich nicht mehr da sind. Das hat schon irgendwie mit 45 angefangen oder eben krank sein oder Köch, weißt, wo kein Grämli fährt, am Velo gehen und wunderbare Menschen, die plötzlich weg sind. Und ich habe die genau gleichen Ängste wie jeder Mensch. Also die Schönheit, es ist nicht lustig. Ich meine, es ist sicher einfach nicht lustig für keinen Menschen, aber ich glaube, umso wichtiger ist, dass man einfach die Zeit, die man hat, gut und ausgefüllt probiert zu leben. Aber es ist auf das, was wir da zugehen, sicher hat man die, habe ich einfach die normalen Ängste. Aber es ist nicht für mich ein Bremser. Oder so. Ich bin froh und glücklich und dankbar, was ich bis jetzt machen durfte. Und dass ich gesund bin. Immer bis jetzt, gell? Das ist das Wichtigste eigentlich überhaupt. Und eins hast du uns auch mitgebracht. Wir haben nämlich 3 Alben, auf Neuland, jetzt von Natascha da. Sie hat es einmal gesehen, handsigniert. Wenn Sie das gewinnen wollen, dann können Sie das jetzt machen. Schreiben Sie uns einfach ein Mail. Ohne Einblenden sehen Sie, wo Sie dürfen schicken. Und ich habe zum Schluss noch etwas. Ich weiss, was bei dir ist mit dem Geniessen. Oh ja. Auch zwischendurch ein Schocki? Oder schaust du so radikal auf die Figur, dass du sagst... Ich schaue natürlich schon einfach nur über das Wochenende, ist eine Schokolade. Ah, und unter der Woche tust du fasten? Fasten würde ich nicht sagen. Ich habe das so... Wie soll ich sagen? Das sieht schön aus, das Herz.
Ich Gott lieber aus meiner Gegend. Eben, ich gedacht, es sieht mega schön aus. Wie soll ich sagen, ich schaue sicher ein bisschen, weil ich bin ein Genussmensch. Ich könnte jeden Tag Spaghetti essen. Ich liebe italienische Küche überall. Aber durch die Woche bin ich nicht fast, würde ich nicht sagen. Ich tue einfach ein bisschen überlegen. Aber weißt, mit der Zeit bin ich das so gewöhnt. Aber dann mit dem Schätzchen über das Wochenende etwas Feines essen. Und wirklich genussvoll, das mache ich gerne. Das also, gehört auch zum Leben. Ich habe ein bisschen Babyspeck, aber das, ich denke, das darf man auch. Unbedingt. Also, das ist ja eine Frau sein. Ja, genau. Natascha, toi, toi, toi für alles, was da noch kommt. Das wird sicher nicht das letzte Album bleiben, bin ich überzeugt. Keine Ahnung. Aber auf die nächsten 25 Jahre könnte man ja schon fast sagen. Also. Das könnte man schon sagen. Und ab Herbst gehen wir auf die Tournee, Neuland-Tournee. Es freut mich natürlich, wieder alle kommen. Genau, da findet man auch alles bei dir auf der Homepage, wenn man alle Informationen will haben. Also toi, toi, toi. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, dann auch wieder mit einem spannenden Gast. Schauen Sie doch rein am Donnerstagabend, 22.00 Uhr, hier auf dem Teleclub Prime. Persönlich wurde Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Mit freundlicher Unterstützung von Gottlieber für anspruchsvolle Genießer.